Ich glaube, ich bin sehr spät auf der Party, aber ich bin da. Ich bin zwar auch der Erste, der wieder geht, aber ich bin da. Wir haben heute einen fasten Full Face Melt Cosmetics, eine Marke, die ich noch nie benutzt habe. Nicht ein einziges Produkt. So ein paar kleine Neuheiten schieben wir da mit rein und ich bin wirklich gespannt, wie ich gleich aussehe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich dachte mir, wenn es Rabatte gibt, bin ich ganz vorne mit dabei. So, ich habe nämlich gehört, dass es bei Purish den Geburtstagssale gibt auf Nabla, auf Melt Cosmetics, auf LH Cosmetics, auf Danessa Mai, auf super, super viele verschiedene Brands und Marken und Produkte. Und Purish ist ja immer so ein bisschen schnell dabei, gute neue Marken mitzubringen. Und sie haben auch Melt Cosmetics. Ich habe noch nie ein einziges Produkt von Melt ausprobiert. Deswegen machen wir das heute gemeinsam. Und wenn ihr ein paar Schnapperchen machen wollt, dann schaut gerne einmal in die Infobox. Und vielleicht findet ihr das ein oder andere Produkt dort für euch. Ich verlinke euch alles und bin gespannt, was ihr Schönes shoppt. Ich freue mich. Ich bin wirklich gespannt. Ich hab eben schon mal so ein bisschen ausgepackt und ausprobiert und ein Produkt ist mir schon aufgefallen. Vielleicht könnt ihr es hier erkennen. Das sieht aus wie so ein Perlmuttglanz, aber das ist nicht von Melt, das ist von LH Cosmetics, der Glowerizer MeTime. Ein 3-in-1 Ölserum, um Feuchtigkeit zu spenden, um zu primen und Glow zu boosten. Formuliert mit pflegendem Squalan, ein Powerhouse der natürlichen Olive und Shea Öl, um die Haut aufzuplampen. Eben dachte ich mir, huiuiuiui, das ist ganz schön viel, aber als ich es verblendet habe, richtig schön. Das kommt raus und das sieht einfach literally aus wie eine Perle. Nicht wie eine Perle, sondern wie Perlmutt. Sehr, sehr glänzend. Wunderschön. Und ihr wisst, was wir damit tun. Wir tragen uns das wirklich einmal komplett ins Gesicht auf. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten auch von euch bekommen zu dem Zusatzvideo von letzter Woche zu der Foundation von Charlotte Tilbury. Und viele haben gesagt, ich soll einfach weniger benutzen. Hier ist es ja wirklich aber wie so ein Primer. Und ich möchte mir das Produkt einmal komplett unter mein Make-up geben, um so einen richtig schönen Glow zu kriegen. Ihr seht es, glaube ich, hier. Das sieht aus wie nass. Das fühlt sich auch so ein bisschen ölig an. Man kann das mit Sicherheit auch gut hier auf dem Dekolleté oder auf den Beinen tragen. Das bleibt natürlich nicht so. Also keine Sorge, wir bringen gleich ein bisschen Deckkraft ins Gesicht. Es fühlt sich aber sehr, sehr gut an. Man muss, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, welche Foundation wir jetzt benutzen. Eine wasserbasierte würde ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht unbedingt benutzen. Aber es ist so ein zarter, sehr, 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 sehr zarter Glow. Und den könnte man mit Sicherheit auch aufbauen. Gefällt mir ganz gut. Es fühlt sich toll an auf den Händen. Wow. Wenn ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt, dann sind diese ölbasierten Produkte eigentlich immer ganz gut, um diese Trockenheitsflocken. Haben wir vielleicht kein anderes schöneres Wort ein als Flocken. So ein bisschen ein bisschen glatter zu machen. Aber das mag ich ganz gerne. Wir benutzen als Foundation heute, glaube ich, mal die House Labs Foundation. Die gefällt mir ganz gut. Ich bin jetzt nur mal gespannt, weil ich habe nämlich noch was. Ich kann das Wort hier nicht aussprechen. Das ist etwas, das verstehe ich immer nicht, warum das so heißt. Von Melt. Das sind Highlighter. Die Verpackung sieht ja unglaublich schön aus. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier einmal die Farbe Stargazer. Techtelmechtel Foil Digital Liquid Highlighter. Ein Pumpstoß, der ist sehr, sehr schimmernd. Wow. Den gebe ich mir mal hier nur so ein bisschen hin. Werde ich gleich aussehen wie ein Roboter? Den tragen wir gleich drüber auf. Okay, wir nehmen die House Labs Foundation, die ist auf Silikonbasis, das sollte funktionieren. Und wir tragen uns das jetzt einfach mal rüber. Die House Labs Foundation ist natürlich auch schon sehr, 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 sehr glowy. Aber ich habe so ein bisschen festgestellt, dass wenn ich Produkte benutze, die zwar glowy sind, ich sie aber gut fixiere, dass sie dann trotzdem sehr, sehr gut halten. Ne? Also klar, eine matte Foundation wird immer länger halten als eine super, super glowy Foundation. Je nachdem, welche Produkte du drunter benutzt. Ich habe im Moment aber super schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz vielen verschiedenen Produkten, dass sie einfach sich im Moment bei mir alle abrollen. Ich habe eine Vermutung, um welches Produkt oder welches Produkt der Auslöser ist. Dazu gebe ich euch dann aber zeitnah ein Update. Lässt sich sehr, sehr gut auftragen. Also dieses Ölding gefällt mir gut. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wirklich am Körper, um so einen leichten Glow mit reinzukriegen. Oder wenn man halt wirklich keine Foundation tragen möchte, aber einfach so einen schönen Glow haben will. Ich habe einfach noch so viel Foundation an der Hand, dass ich nicht so viel Foundation brauche, weil sich das Produkt einfach viel, viel gleichmäßiger auf der Haut verteilen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Also die Oberfläche der Haut ist ja jetzt so glatt gemacht durch diesen Oil-Based Primer, dass alles sich super, super gut verblenden lässt. Base ist sehr, 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 sehr glatt. Und ich bin ein bisschen gelb, aber das kriegen wir gleich hin. Denn, also mit dem Highlighter weiß ich gerade noch nicht. Wir probieren mal den in der Farbe Afterglow aus. Der ist nämlich ein bisschen glitzeriger. So ein bisschen rot.
probieren wir mal hier mit dem Stippling Brush einfach so ein bisschen mit einzublenden. Ich dachte, dass er krasser pigmentiert ist, aber er passt ganz gut. Also er hat auf jeden Fall einen Glow, das ist so ein Glowlighter und gibt dir so ein bisschen Farbe ins Gesicht. Nee, wir machen das auf beiden Seiten. Oh, krass. Also auf der Hand hat er mir gerade, ehrlich gesagt, habt ihr, glaube ich, auch gemerkt, nicht ganz so gut gefallen. Im Gesicht so ganz leicht drüber mit so einem Stippling-Brush, ne? Also mit so etwas dickeren Borsten schon fast, mag ich das ganz gerne, weil du ihn dadurch viel, viel natürlicher auftragen kannst. Was man damit super gut machen kann, ist auch hier das so ein bisschen an den Rändern lang aufzutragen. Und ich finde ihn ehrlich gesagt nicht so glowy wie erwartet. Also auf der Hand ist er schon sehr glitzerig und sehr, sehr, sehr kompakt natürlich. Aber wenn du ihn mit so einem Stippling-Brush aufträgst, wirkt das Ganze weniger. Mir gefällt die Farbe Afterglow deutlich besser. Das andere ist mir persönlich ein bisschen zu hell, glaube ich. Aber das Packaging ist natürlich schon ein Hingucker. Es ist Glas, es ist extrem schwer. Und der Pumpspender gefällt mir ganz gut. Also ich glaube, da kann man einiges mitmachen. Ich bin ein bisschen traurig, weil Nabla ist ja auch mit im Angebot und mein Primer. Der Angel Aura Primer, der ja wirklich einer meiner forever, ever, ever Lieblinge ist, habe ich leider nicht mehr. Ich habe ihn aufgebraucht, aber es gibt ihn und eventuell ist der wahrscheinlich auch mit dem Angebot. Ich trage mal ganz schnell ein bisschen Concealer auf, denn wir haben noch einen anderen Blush, den ich gerne mit rüberblenden würde, ebenfalls von Nerd Cosmetics. Was ich mich jetzt mal frage ist, also ich mache den Tee ja beruflich, ich habe auch schon einiges an Nerd Cosmetics gesehen, aber ich habe nie irgendwie was gekauft. Gibt es noch Produkte, wo ihr sagt, Maxim, das musst du unbedingt von Nerd Cosmetics testen? Die sind wirklich ihr Geld wert. Ich hatte auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es bei Purish Melt gibt. Aber ich muss dazu sagen, das ist das Krasse einfach bei Purish. Die kämpfen wirklich dafür, krasse neue Marken zu kriegen. Und kriegen sie dann auch ab und zu. Und dann habt ihr halt in Deutschland ohne diesen ganzen Zollquatsch und so diese Produkte. Also wenn ihr verschiedene Produkte sucht von Marken, die nicht ganz so einfach oder nicht so alltäglich in Deutschland sind, schaut unbedingt da bei Purish mal vorbei. So, wir haben nämlich hier noch die Cream Blush Lights. Ich habe ihn hier einmal in der Farbe Pink Sand und in der Farbe Pinched. Pinched ist ein bisschen reduzierter. Ich gehe definitiv mit Pinched. Das ist etwas leichter. Verpackung fühlt sich gut an. Wir haben hier vorne das Melt-Logo. Erinnert mich so ein bisschen an das Milk-Logo. Sehr, sehr cremig. Wow. Sehr pigmentiert. Ich gehe jetzt ebenfalls mit diesem Stippling Brush hier mit rein und setze mit denen nur noch ein bisschen zentraler hier hin, einfach um noch mehr Blush zu haben. Gerade im Sommer gibt es nicht zu viel Blush. Einfach hier ein bisschen unter die Augen und dann hier hoch. Wisst ihr, was ich total gerne mache? Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Ich habe ja jetzt noch kein Contouring-Produkt benutzt und ich habe im Moment das Gefühl, dass es so viel frischer und das Gesicht so ein bisschen jugendlicher aussieht. Oder nicht jugendlicher, mein Gott, ich bin 30, ne? Aber so ein bisschen, es sieht ein bisschen gesünder aus, wenn ich anstatt so viel Contour und Bronzer hier runter einfach ein bisschen eine Kontur mit meinem Blush habe. Ich habe ja auch, ne? Ich mache im Moment viel Sport und dadurch hat sich mein Gesicht natürlich auch, ist nicht mehr ganz so puffy. Sieht das hier einfach so viel, mir gefällt es irgendwie besser. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich das dann hier ein bisschen lang arbeite, über die Nase, ein bisschen über die Stirn, ja, finde ich ganz süß. Was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, benutze ich das jetzt noch? Ich weiß nicht, ob das mit dem Rabattcode, also mit in dem Geburtstagssale ist, ist das hier. Der Skinmade Cream Bronzer von Mesauda. Einer der schönsten Cream Bronzer ever. Der von Make-up bei Mario ist sehr, sehr gut, aber der ist meiner Meinung nach noch ein Stückchen besser, weil der so leicht ist. Es pigmentiert, aber also da kannst du mit geschlossenen Augen kannst du den auftragen. Das ist einer der schönsten Cream-Bronzer, die es gibt. Du kriegst, also, ich weiß nicht, wie du schaffen willst, den fleckig aufzutragen. Es geht meiner Meinung nach nicht. Die Textur ist ähnlich wie der von Make-up bei Mario, vom Finish dann am Ende her. Und damit gehe ich einfach hier nochmal so ein bisschen rüber. So eine schöne Textur. Gibt es auch Blushes davon. Kann man gut auftragen. Und schaut mal. Das ist der perfekte Bronzeton bei mir. Ich habe die Farbe 105, Good Times. So, und das blendet sich jetzt so schön in diesen Blush mit rein. Jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen rüber. 15 von 10. Jetzt seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Ich fixiere das Ganze jetzt einmal gleich, dass das Ganze nicht mehr ganz so glowy ist. Mein Zauberpuder. Einfach hier ein bisschen alles fixieren. Nimmt den Glanz weg, aber auch nicht zu viel. Gleicht den Hautton aus. Nicht mehr lange. Base ist ganz leicht fixiert. Unter den Augen gehe ich nochmal mit ein bisschen losem Puder lang. Ich muss sagen, ich liebe
Die Base, das sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Okay, es gibt noch einen Puder-Bronzer, falls ihr eher so Team Puder-Bronzer seid. Der Santa Barbara Ultramatt Powder Bronzer. Damit gehe ich jetzt mal nur ganz leicht mit rein. Farbe sieht auch sehr gut aus. Ist er zu kühl vielleicht? Oder ist er zu warm? Bin ich jetzt einfach nochmal hier mit. Oh, der ist warm. Oh, ist ein warmer Bronzer. Ja. Nee, das ist nicht meine Farbe. Bin ich ehrlich. Sieht aus, als wäre ich eine Woche in Mallorca gewesen. Ja, also der ist sehr, sehr warm, der Bronzer. Ich finde den, glaube ich, schöner als Lidschatten, ne? Weil das ja so ein richtig schöner, warmer Bronzer ist. Ich glaube, ich habe jetzt auch einfach zu viel benutzt. Ich fixiere das Ganze einmal kurz. Und jetzt wird es aufregend. Es gibt nämlich zwei Lidschattenpaletten und die sehen ja wirklich, die sehen echt nice aus. Wir haben einmal die Zodiac Aries, die Feuerzeichenpalette. Richtig, richtig schöne, warme Farben von. Die erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an diese Essence, diese Dragon-Palette, China-Palette, ich weiß es nicht mehr. Und wir haben die Air-Palette, die Luftzeichen-Palette. Die ist eher so ein bisschen bieriger lila. Gefällt mir auch sehr gut, da finde ich die Schimmertöne wunderschön. Ich glaube, wir bleiben aber bei der Feuerzeichen-Palette. Ich bin Schütze, deswegen benutzen wir die Feuerzeichenfarben. Jetzt ist das Licht schon wieder ausgegangen. Es geht bestimmt gleich wieder. Da ist es. Seht ihr die Base auch nochmal von Namen? Das sieht schon sehr, 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 sehr schön aus. Ne? Es ist super tanny, es ist super gebräunt und frisch und ja, mag ich ganz gerne. Wir benutzen jetzt hier die Palette. Ich starte mit einem großen fluffigen Pinsel in der Farbe Drama Queen und platziere mir die hier oben hin. Es wird heute. Wird heute viel, wollte ich sagen. Und blend das hier schön nach vorne. Also ich habe die Vermutung, dass das heute ein Look wird, ein Maxim 2018 Gedenklook. Sehr, sehr viele Farben auf sehr wenig Augenfläche. Sehr pigmentiert, Wahnsinn. Blendet sich jetzt, na, seht ihr? Und jetzt blendet sich das ganz gut in den Bronzer mit ein. Der hat ja auch einen recht hohen Gelbanteil mit drin gehabt. Und dann sieht es gleich nicht mehr ganz so schlimm aus. Immer dem Prozess vertrauen. Wir gehen gleich weiter in Too Much. Du hast halt hier sehr viele matte Farben mit drin, ne? Blende ich hier noch ein bisschen mit rein. Auch hier, die leuchtet so ein bisschen. Sieht man das in der Kamera? Die haben irgendwie so einen leuchtenden Touch. Offensichtlich funktioniert das. Wir gehen gleich weiter hier in Bossy. Gehe ein bisschen weiter hier hin. Und dann gehe ich in Hot Red hier außen. Und blende das jetzt alles zusammen, dass ich wirklich so einen Übergang zwischen Gelb, Orange und Rot habe. So, und jetzt nehme ich jetzt erst nehme ich einen sauberen Pinsel und fokussiere das Rot punktuell hier außen hin. Weil ich vorher, wenn ich alle Pinsel, wenn ich immer denselben Pinsel benutzt habe, blenden sich die Farben deutlich einfacher miteinander zusammen. Und jetzt seht ihr, was ich wollte, diesen Sonnenuntergangslook. Verdunkeln das ganz leicht, auch langsam in die Crease, immer mit dem Rest immer so ein bisschen nach vorne blenden und dann ganz außen in Revenge, aber wirklich nur so ein klitzekleines bisschen, um ein bisschen mehr Tiefe hinzukriegen. Habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Ich habe es lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, ich kann es noch. Wenn wir schon dabei sind, den maximalen Gedenklook zu machen, dann machen wir noch richtig. Und wir ziehen eine Cut Crease. Ich setze mir dann immer hier so ein bisschen mehr hin. Seht ihr? Guck nach oben, links, rechts und dann weiß ich ungefähr, wo sie aufhören muss. Blend hier den Übergang einmal aus. Dann gehe ich hier in die Farbe Arrogant. Arrogant. Sehr flaky, sehr metallisch. Und presse mir die hier hin. Mir fehlt jetzt ehrlich gesagt, bisschen hier Ego-Trip. Mir fehlt ehrlich gesagt so eine etwas hellere Schimmerfarbe hier. Aber dafür haben wir ja die andere Palette. Frivolous. Och, ich lieb's, ne? Wow. Wie lange haben wir sowas nicht mehr gemacht? Ich freue mich auf den Tag. Ich werde so lange weitermachen, bis YouTube und diese ganzen Looks von früher einfach wieder in sind. Ich nehme hier noch ein bisschen Reckless. Die ist nämlich so ein bisschen Duochrome und kann damit die Crease ein bisschen definieren. Super einfach, die sind, die sich verblenden. Sieht sehr, sehr elegant aus und ist trotzdem intensiv. Ne? Du kannst damit mit Sicherheit auch andere Looks machen, einfach ein bisschen weniger Farben benutzen. Aber, ne, also wenn wir hier schon mal dabei sind, dann zeige ich euch auch alle Farben. Ich gehe gleich in die Farbe Revenge und blende da ein bisschen Hot Red mit rein. Dann müssen wir jetzt auch ein bisschen mehr machen. Und dafür, verzeiht mir bitte, ich weiß, schaut euch jetzt einfach diesen Look so an und genießt ihn, solange er noch alltagstauglich ist. Ich mische mir jetzt diese Farben hier zusammen, arbeite es in meine Hand ein und benutze das jetzt als Blush. Jetzt wird's wild, jetzt wird's Feuernation. Ich könnte es auch auf dem Vogue. Ich habe wirklich noch wenige Träume in meinem Leben, aber mein größter Traum ist es, auf dem Magazincover zu sein mit so einem
sehr krassen Look. Okay. Als Mascara benutzen wir die Femuline Mascara von Mesauda. Die hat so ein abgeschrägt, so ein halbrundes Bürstchen. Der Maxim Giacomo Gedenklook. Da ist das Licht, das war die ganze Zeit weggedreht. Ich blende das hier alles nochmal so ein bisschen weicher. Und für die Lippen müssen wir jetzt ein bisschen ruhiger bleiben. Da freue ich mich, denn ich habe hier einen richtig schönen nudigen Lip Liner gefunden. Die Farbe Kaschmir. Sehr, 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 sehr kühl. Oben rüber gehen wir mit dem Lippenstift in der Farbe Tease. Schaut euch bitte mal da das Pressing an. Das sind so ganz viele verschiedene Schriftarten. Richtig, richtig schöner Ton. So, gleich die Kylie Cosmetics Gedenklippe 2016. Oh, ist jetzt viel jetzt. Ne? Heute ist wirklich viel, ihr Süßen. Aber ist egal. Ihr schaltet ihr oft mittlerweile ein, damit ihr einen recht tragbaren Alltagslook seht. Ich will euch einfach mal zeigen, was es heutzutage noch so gibt. Und oben rüber gehe ich mit dem LH Cosmetics Gloil Plus. Riecht sehr, sehr gut. Der ist so ein bisschen pH-reagierend. Oh, und wenn ich noch einmal höre, Maxim, deine Looks sind so langweilig geworden, verlinke ich euch einfach dieses Video. Das ist natürlich jetzt super, super viel. Ne? Ich habe jetzt maßlos übertrieben, aber einfach, um euch zu zeigen, was gibt es gerade? Was gibt es für coole Produkte? Und Melt ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Marke, wo ich mir so denke, ja, die ist so ein bisschen basic. Ihr könnt damit wirklich sehr, sehr viele Sachen machen. Es sieht hochwertig aus. Also wenn ich mir die Sachen auf der Haut anschaue, sieht es hochwertig aus. Der Lidschatten ist extrem pigmentiert, ließ sich aber super, super einfach ausblenden. Ich meine, ihr habt es gesehen, ich habe drei Pinsel gebraucht. Zwei zum Ausblenden und einen für die Cut Crease. Der Bronzer war mir persönlich ein bisschen zu warm, bin ich ehrlich. Aber auch diese Glowy Fire, auch dieses LH-Ding hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich bin super gespannt auf eure Nachrichten zum Thema Melt. Vielleicht habt ihr ja noch das ein oder andere Schätzchen gefunden. Das ist ein Look. I love it. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ihr süßen Leute. Fühlt euch geküsst. Schaut unbedingt bei Pures zum Geburtstagssale vorbei. Der ist begrenzt. Es gibt also auch immer nur begrenzte Angebote. Ich verlinke euch alles unten. Es lohnt sich, da immer zu stimmen. Es gibt einfach so viele coole Sachen. Aber das wisst ihr. Das wisst ihr, oder? Tschüss.